Hallihallo, du lieber Löwe, und herzlich willkommen hier bei diesen wunderbaren Juni-Energien. Ich schaue mit dir jetzt mit diesem Rat der Hohepriesterin, was im Juni so alles zu dir kommen will und was es so geht, was ist so unterbewusst, was ist bewusst, wo darfst du mehr deinen Fokus drauf lenken und was will einfach gelebt werden von dir. Und das, was ich da sehe und was ich da spüre, ist eine unendlich wertschätzende, kraftvolle Dankbarkeit und wieder diesen Fokus auf dich, auf deine Erfahrungen im Leben, auf deine Rollen, auf deine Möglichkeiten, auf deine Chancen zu legen und eine neue Strategie in dein Glück zu fahren, nämlich die, dass du dich wirklich nicht mehr nach der Vergangenheit ausrichtest, sondern dass du dich viel mehr nach deinen Träumen ausrichtest und dass du jetzt endlich wirklich eine Vergebung in alles hineinfließen lässt, was einfach nur lerntechnisch relevant für dich war, um jetzt hier in deine wirklichen Gefühle einzutauchen, um hier jetzt wirklich diese Veränderung mit dem Strauch, mit dem Strauß wollte ich sagen, aber es ist ein Storch, mit dem Storch auch durchzuziehen. Und wir schauen uns jetzt an, was ist die Hauptenergie? Romantische Zeiten sind gekommen. Ja, dieses Gefühl habe ich nämlich auch. Wir haben hier auch die Partnerkarten drinnen liegen, du wirst das gleich sehen. Ja, dass hier wirklich neue Chancen, neue Möglichkeiten, ja, wie so ein kleiner Phönix, der da aus einem Feuer ausbricht, ja, und dein Herz wieder erfüllt. Was es ist, weißt du noch nicht. Da haben wir jetzt hier wirklich diese Schöpferkraft, die gerade in dir beginnt und diese wunderbare Transformation, wo du dich nach dir ausrichtest und sagst, ich, ja, ich bin. Ich bin und das und dort will ich sein. Ja, also du lässt dich jetzt wirklich auf dich und deine Wünsche, auf deine Träume ein. Ja, du machst sie jetzt wirklich groß. Ja, und damit beendest du das und gehst raus aus einem alten Zustand, wo vielleicht Warten, Zurückhaltung, Unruhe, viele Gedankenkonstrukte drinnen waren. Was kommt jetzt hinzu? Und das finde ich sehr schön. Verlasse die gewohnten Kreise und schaue dich nach wahren Gefährten um. Und das ist wirklich eines der Dinge, das kann ich dir nur ans Herz legen. Mach das wirklich. Wir dürfen uns mit Menschen umgeben, die wertschätzend mit uns umgehen, die schon dort sind, wo wir hinwollen. Auch wenn Menschen in unserem Umfeld sind, wenn sie wirklich mit Herzenergie mit uns verbunden sind und wenn das wirklich eine wunderschöne Verbindung ist, ja, bitte go. Ja, jeder braucht Geborgenheit, Verbundenheit und auch, ja, auch wenn das jetzt nichts ist, wo du sagst, ah ja, okay, da der versteht mich zur Gänze und das ist etwas, wo ich voll inspiriert bin zum weiterhin nach vorne gehen oder so, ja. Aber wenn wir neue Wege beschreiten wollen, ist es ganz wichtig, auch mit den Menschen zu gehen, die das bereits erlebt haben oder erleben, was man ja gerade möchte, dort will man hin. Und das ist tatsächlich etwas Wunderbares, weil es deine eigene Schatzkammer aufmacht und dich in diese Tiefen hineinbringt, weil du ja siehst, es geht. Das heißt, es wird auf anderer Stelle schon einmal vorgelebt. Wenn wir uns immer nur in einem Umkreis befinden, wo einfach die gleichen Gedankenkonstrukte oder andere, sogar noch schwächere Gedankenkonstrukte sind, das Mindset einfach ganz anders aufgestellt, die Lebenserfahrungen ganz andere sind und da eher noch dieser schwere Trott drinnen ist und du willst aber in die Leichtigkeit und du willst aber dieses und jenes und du willst mehr inspiriert dort sein und mehr blablab, ja, dann brauchst du Leute auch, die dich dort schon quasi mit ihrer Energie hinheben, ja, dass du einfach den Sprung leichter schaffst, ja, weil genau das ist es. Hab keine Angst vor dem Sprung, sondern wisse, dass in diesem Sprung wirklich diese Größe in dir vorhanden ist, ja, und der Sprung ist hier auf der Schattenseite, deswegen sagt der Fuchs auch, hab keine Angst davor, ja, erinnere dich an deine Größe. Du springst ja nicht echt in einen Abfall oder sonst was hinein, sondern du tauchst, jetzt haben wir da so wie Atlantis, ja, du tauchst in eine wunderschöne, längst vergessene Oase hinein, damit du jetzt dieses neue Kapitel eröffnest. Das war halt einfach noch wie, du warst da halt vielleicht für dich in deiner Bewusstheit noch zu klein und jetzt beschreibst du aber dieses Kapitel und gehst in diese Bewusstheit ein, und indem du einfach in dich und deine Möglichkeiten und Chancen eintauchst. Und wir sehen jetzt hier in dieser Energie, die jetzt kommt, ja, dass sehr wohl noch ein paar Mangelgeschichten auftauchen, dass du schon vielleicht noch siehst, wo sind Verhinderer, das ist nämlich der Hauptpunkt hier mit dem Labyrinth, wo hast du das Gefühl, noch ruhen zu müssen, rasten zu müssen, dich auszuholen, dich auszuruhen, eher noch auf die anderen zu schauen, wie die ihre Wege gehen, um dann irgendwas zu tun. Ja, schau da mal genau hin, weil in dem Fall scheint es ein Mangel zu sein. Ja, du hast nämlich schon die Kraft, du hast schon einen Sinn hier entdeckt und bist schon aus dem Weg wirklich, ja, du hast hier zweimal den Reiter drin, ja, also was sich da jetzt durchgemischt hat alles, witzig.
Ich habe die Karten erst sortiert, aber in letzter Zeit huschen die dann immer irgendwie miteinander da hinein. Find ich toll, ja. Also du hast hier zweimal den Reiter drin, das heißt zweimal die Bewegung, ja. Das Erwachen, das Aufgehen, das für dich gehen, ja. Dich wirklich an die erste Stelle stellen und damit einfach über den Regenbogen, ja, in eine neue Ära zu gelangen. Wunder, wunderschön. Regenbogenbrücke, ja. Spann sie nur bis zum Ende auf und erwarte nicht in der Mitte, dass quasi alles schon drüber hin und her läuft, ja, weil das kann gar nicht funktionieren, ja, und das geht aber raus, weil du jetzt deine Macht in dir findest. Was ist jetzt hier auf der Schattenseite der Hohepriesterin los? Und da sehen wir, dass du eigentlich mit Licht und Schatten, dass dir da schon einiges bewusst ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich habe das Gefühl, du hast das noch mit anderen irgendwie drangehängt. Du hast hier noch ein bisschen die Sehnsucht nach Synergie, nach Seelenverbundenheit. Das stimmt auch und das dürfen wir auch haben. So ist das hier nicht gemeint. Aber dein Zyklus ist der, dass du das, was du suchst, einmal wirklich in dir selbst findest. Hier das Licht und Schatten ist wirklich auf dich bezogen gemeint und auch dieses nicht nach außen hin dranhängen. Ja? Jetzt ist es vielleicht manchmal so, dass wir sagen, ja, das und wir sind voller Freude und wir gehen voran und dann kommt der erste Stolperstein quasi und wir kehren sofort wieder in ein altes Konstrukt zurück und sagen, boah, das ist aber zu schwer und das ist. Und genau da musst du jetzt einen Stopp hineinbringen, weil das wäre genau das und das ist verkehrt. Ja? Weil hier hängst du quasi deinen Erfolg, dein Leben an andere an. Ja, an Außenwirkung und. Ja. Und darum geht es gar nicht. Es geht wirklich darum, dass du dich jetzt auslebst und dieser Zyklus endet jetzt dann. Ja. Und das ist genau das, wo du den Schlüssel drin hast, wo du mit voller Leidenschaft in deine Umsetzung gehst, wo du in voller Leidenschaft dich traust, auch mit anderen, die dir gleichgesinnt und leidenschaftlich dir begegnen, ja, hineinzutauchen und eben nicht mehr wartest auf eine Partnerschaft oder nicht mehr wartest auf jemanden, der für dich umsetzt oder nicht mehr wartest auf irgendetwas, was dann wieder besser wird, sondern du machst dein Herz auf, du lässt deine Leidenschaft wieder fließen und du weißt, dass du dafür alles offen bist, ja? Und das ist dieser wunderbare Change, der da jetzt in dir stattfindet. Und der nächste Schritt ist, dass du wirklich jetzt merkst, okay, ich bin loyal zu mir selbst. Ich habe die Ahnenkraft mit mir wie bestellt. Die lassen ihr ganzes Potenzial wie Rückenwind von hinten in mich hineinströmen. Und ich kann mich aufmachen und kann sagen, ja, ich bin frei, ich habe den Rückenwind, aber ich bin nicht mehr gefesselt an irgendwelche alten Geschichten und ich darf mich vor allem jetzt aus der Zurückhaltung, die vielleicht mitgekommen ist, rausbefreien, indem auch meine Ahnen mitbekommen, ah ja, okay, alles klar, es war alles da, um zu lernen, aber jetzt bin ich frei und darf mein Potenzial frei fließen lassen. Und wenn deine ganze Ahnenkette das mit dir durchmacht quasi, dann stehst du da, bist dankbar für all diese Rollen, für all diese Möglichkeiten, für all diese Wege durch Licht und Schatten, die du bis jetzt gegangen bist und dafür dankbar, dass dein Herz, was du so lang vermisst hast, jetzt endlich wieder offen ist für dich. Das heißt, dieser Juni öffnet dir dein Herz ganz gewiss. Ja, mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Freude sprengst du quasi deine Ketten, die dich bisher noch ein bisschen zurückgehalten hatten, blockiert hatten, ja, um jetzt in der Unschuld des Kindes etwas Neues für dich zu kreieren. Wunderschön, du lieber Löwe, ich freue mich mega. Danke dir auch für deine Kommentare, für deine Likes, für das Abonnieren meines Kanals, damit unterstützt du mich sehr und natürlich, wenn du meine Inhalte teilst. Ich freue mich sehr und unten in der Infobox findest du alle Daten zu meiner Webseite. Es kommen in der Community immer wieder Special-Angebote für dich, die du nutzen kannst, um mit mir weiterzugehen, um dich wieder frei, fröhlich, leicht und ja, voller dich einfach in deinem Leben zu sehen, ja, und nicht mehr irgendwas zu leben, was gar nicht dein. Bis dann, ich freue mich schon. Auch am 28. bist du herzlich eingeladen, kostenfrei mich einfach mehr kennenzulernen, mit mir einfach ein bisschen mehr zu machen. Melde dich dazu einfach in meinem Member-Bereich kostenfrei. Also, die liebe Löwe, sei dabei, hol dir alles, ja, ermöglich dir jetzt alles und mach deine Träume wieder frei und lass dich wieder in etwas Neues, in diese neue Struktur ein und spring in ein erfülltes Leben. Bis dann aber jetzt, Papa.